Zweite Hälfte Wolkenwelt. Ich glaube, jeder weiß, was das bedeutet. Ludwig ist in der Nähe. Ich glaube, es wird in diesem Part nichts Furchtbares geschehen. Hä? Okay. Also zumindest haben wir schon mal eine sehr kuriose Situation. Ich weiß nicht, warum Luigi von Yoshi abgesprungen ist. Oh, das ist aber auch ekelhaft. Oh, Ehre! Wie erste... Ja, so viel dazu. Die Wolke hat ihn umgebracht! Smoke weed every day. Schon das erste Level ist nicht so abgelaufen, wie ich das geplant habe. Aber es gab keinen Fail. Es gab keinen Fail. Das ist das Wichtigste. Dich brauche ich. Komm her. Genau, den Boy nehmen wir mit. Lassen. Ist in Ordnung. Das kann ich mit Humor nehmen. Das sind einfach Dinge, die geschehen. Genauso wie du im Leben hin und wieder mal in Scheiße trittst. Das ist ganz normal. Ah ja. Muss los, Bruder. Schnell, 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 bevor er den Panzer schluckt. Bam! Okay, wir machen das jetzt mal wie ein Bachelor. Mit Köpfchen. Und jetzt können wir das ganz gelassen machen. Smoke weed every day. Ach komm! Mini-Toadettes Gesicht sah ja voll strange aus, finde ich. Wie so eine Plastikfigur aus dem Happy Meal. Die so in so zwei Teile ist und einfach so zusammengesteckt. Hier bei dem Gesicht, dieser untere Bereich war viel, viel dunkler als der obere. McDonald's, ihr könnt mir trotzdem noch eine Goldcard schicken, ist alles cool. Nein, nein, nein! Diagnose. Autismus. Diese ekligen. Gib mir den Stern. Gib mir den Stern! Mann! Irgendwie passiert doch nur Scheiße, obwohl ich ein gutes Gefühl hatte, von Anfang an. Somebody watch. Schon wieder dieselbe Situation. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt. Ja! Geht doch! Mann! Flammenhunde über Riesenrädern. Das sind diese... Genau, das sind die da. Die hatten, glaube ich, Ich hatte in Mario Bros. U nur einen einzigen Auftritt. Das war irgendwo in der Lava-Welt in so einem Bonusbereich. Das einzige Mal, dass man den Gegner gesehen hat. Das scheint auch Nintendo aufgefallen zu sein. Und dann dachten sie sich, okay, wir machen jetzt mal ein Level, in dem wir die komplett spammen. Wundervoll. Wirklich geniale Idee. Oh, easy. Alles klar. Haha! Ein Level noch, bevor wir Ludwig erreichen. Schlangenblocklauf über den Wolken. Schlangen mag ich. Hey! Auf damit! Die erste zum Beispiel fand ich nicht ganz so einfach! Oh! Was? Ich hab die zweite Starcoin verpasst? Wo denn? Hä? Was? Wo? Ab jetzt müssen wir die Augen aufhalten und uns nicht so verdammt nochmal billig treffen lassen, Alter! Jetzt aber nicht hinter so einer scheiß Wolke. Ach so! Ja! Oh, ich dämlicher Trottel! Aber wieder kein Fail! Aha. Aber ja, es läuft schwammiger als die Parts davor. Flammenzeiger sind durch Ludwigs Uhrwerkfestung. Warte. Oh mein Gott. Boah, was ein Face von ihm. Ich brauche jetzt erstmal meine schöne Blutorangen-Limo. Zucker ist ganz wichtig. Und hier ist trotzdem keine Starcoin. Was? Ich habe schon fast die Hälfte der Zeit verloren. Okay, hier ist ein... Oh, what? LOL! Aber ich lebe immer noch. Ich weiß, die Zeit ist knapp, aber die Presse kommt. Weißt du, die Bild-Zeitung? Okay, weg mit der Bild-Zeitung. 34. Wo ist die letzte Starcoin? Da unten! Ja, moin. Allerdings, ein Fail und wir müssen alles von vorne machen. Komm her, Ludwig. Habe ich noch Espresso? Ein paar Tropfen. Oh, wie er lacht. Weil er genau weiß, dass ich aufgeregt bin. Aber ich weiß ja jetzt wenigstens, wie man den richtigen erkennt, ne?
Oder? Weiß ich's? Der, der die meisten Feuerbälle schmeißt, glaube ich. Ja, Luigi! Der in der Mitte müsste es sein. Der in der Mitte. Ja! K.O. Wie wir allerdings alle wissen, ist die Welt noch nicht vorbei. Das Luftschiff erwartet uns. Kraftprobe mit Bowser Jr. Na dann mal sehen, was der Bengel dazugelernt hat. Danke, Bruder. Sozial. Also ihr seht, die blutorange Limo hat geholfen. Bin on fire. Baby's on fire. Oh, und ich glaube, dass man hier durch kann. Das sieht sehr, sehr sonderbar aus. Ja, wie? Da sind nur scheiß Münzen oder was? Das war ein ultimatives Versteck für mindestens eine Starcoin. Warum springe ich eigentlich? Aha. Jetzt keinen Scheiß machen. Bowser Junior, komm her. Zeig, was du auf dem Schulhof gelernt hast. Not bad, aber ich glaube, ich war im heftigeren Ghetto als du. Ja, komm, du Weichei. Wow. Übrigens, kann man nicht eigentlich auch einfach hochfliegen und ihn so treffen? Haha, du Dödel. Oho. Mit Trick 17. Luigi ganz unbeeindruckt. Man sieht sich.